und schönen guten Nachmittag. Hallo, hier ist wieder die Ruth. Die Ruth Achillier, Fosa, dein Coach für mehr Lebensqualität. Davon hatten wir es ja gestern schon mal. Wir gehen alle davon aus, dass man für jede Kleinigkeit einen extra Arzt braucht. Nein. Willst du mehr wissen, warum wir Stoffwechselkur machen und nicht irgend so eine Crash-Diät? Ja, weil von jeder Crash-Diät ist egal was, du kannst auch eine Woche Schokolade essen. Du nimmst auch ab. Und wenn ich hier so einen Hinweis machen darf, so Schleichwerbung, ist gerade ein wunderbarer, super Artikel in der neuesten Ausgabe vom Beobachter. Kannst du selbst lesen. Ja? Das heißt, Diätwahn, du bist, was du nicht isst. Eben. So ein bisschen ein Religionsersatz. Was ich euch aber mitgeben möchte für den Baldstart am 18.18. ganz gemeinsam, ist egal, was du tust. Zu viel des Guten ist immer ungesund. Das wusste schon unsere Oma, oder? Und die Uroma. Und wenn der Mensch auf seinen drei Inseln lebt, ja, das Ich, was wir ja immer vergessen, weil wir haben gelernt, Ich kommt nicht zuerst, sondern immer die anderen. Und dann hast du deine Berufsebene und du hast deinen Sozialbereich. Wenn eine dieser Inseln untergeht, Beruf oder Sozial, ja, suchst du einen neuen Beruf, wenn die Insel deines Soziallebens untergeht, weil du neu im Kreis lebst, weil es dir nicht mehr passt, wo du bist, suchst du dir neue Freunde. Aber du selber, wenn du untergehst, dann kracht's wirklich. Und was ich dir heute also in kurzen Worten erklären möchte, so kurz wie irgend möglich, ey, und vergiss kein Like darunter zu machen, ja? Dann können es andere nämlich auch finden. Der Mensch hat ungefähr zwischen 80 und 100 Millionen Zellen. Ja, gezählt hat das niemand so ganz genau. Und der Stoffwechsel ist auch absolut einfach, easy. Das Blut hat die Nährstoffe und den Sauerstoff, schickt es an die Zelle und die Zelle gibt das CO2, also das Verbrauchte, zurück. Das heißt, das ist dann halt die Entsorgungsstelle. Und wenn da dazwischen irgendetwas nicht mehr funktioniert, dann ist das ungefähr so, ja, Männer verstehen es wahrscheinlich mit dem Auto. Wenn die Kerze im Auto, gibt es das überhaupt bei den neuen Autos noch? Ich nehme an. Wenn die Kerze dreckig ist, dann, ja, es läuft schon noch, aber es stottert und es bringt einfach die Leistung nicht mehr. Und wir Menschen sind genauso. Du bist nur so gut wie das schlechteste Teil in dir. Und wir tun uns nichts Gutes, wenn wir uns so für Lebensmittel beschränken. Wir machen nochmal eine Kur und wir machen nochmal eine Kur und dann tun wir wieder und wieder und wir halten nicht durch, weil alles verboten ist. Und dann kommt immer so die Ausrede, ja, aber weißt du, meine Oma war schon dick, meine war wirklich dick, aber nicht, was du den Zellen, was du mitbekommen hast, sondern was du den Zellen fütterst, ist wichtig. Und darum starten wir ja mit dieser Stoffwechselkur. Und wenn ich dann immer noch zu hören bekomme, ja, weißt du, wir bestehen ja alle aus Wasser. Nein, wir bestehen im höheren Alter, in meinem Alter, so ungefähr noch 50% aus Wasser. Nur die kleinen Kinder sind etwa 70. Und trinken tun wir ja sowieso zu wenig. Und jetzt für die, die vielleicht zuschauen, sind schon bald da, wer hat gegessen, so kommt so die erste Nachmittagsmüdigkeit. Und wenn wir dann so müde werden, was haben wir dann? Dann haben wir das Gefühl, jetzt muss ich eben Schokolade essen und dann halte ich dann schon durch. Oder wir nehmen dann so ein Energiegetränk. Ich tue es dann nicht nochmal Schleifwerbung rein, das versteht ihr ja schon, oder? Aber wenn ich euch sage, dass so ein Getränk, das ihr jetzt dann vielleicht zu euch nehmt am Nachmittag, das ist wie ein Mokka, also so eine kleine Espresso-Tasse da, wirklich so, das wäre eine große Teebings, das ist eine kleine, mit 9 Zuckern. Von einem stirbt niemand. Aber dass es nicht gesund ist, muss ich wahrscheinlich nicht zwingend erwähnen. Weil du hast ungefähr 10 Minuten, dann ist das Koffein, was da drinnen ist, in deinem Blut. Dann hast du ungefähr nach 20 Minuten spürst du eine Wirkung. Und wenn du dann nach 40 Minuten, was das Ganze im Körper drinnen ist, hast du noch etwa 20 Minuten, also nach einer Stunde ist der ganze
ist weg. Was tut man da? Weiß nicht, wie viele Kuren du schon gemacht hast, aber eins ist klar, es hängt alles zusammen. Vor allem dein limbisches System. Wieso und warum das so ist, werde ich dir gerne morgen ein bisschen mehr erklären. Obwohl, da gibt es solche, die das wirklich können, ja. Die da Bücher darüber geschrieben haben, bis zum Endlosen. Und Dr. Vogel hat schon in seinen Büchern aus den 80er Jahren steht da, ja, wenn wir mehr auf die Säure achten würden, hat das ein Arzt schon mal gemacht, die Säure gemessen? Wahrscheinlich nicht. Weil das kann ich von mir sagen. Ich konnte meine Finger nicht mehr schließen. Das war das Höchste. Ich hatte hier einen Finger, der hat immer geschnappt und das tut ziemlich weh. Die haben mir schon alle Ersatzteile hingelegt und mir gezeigt, was man dann hier bei jedem Gelenk einfügen kann und dann hier. Weil ich habe leider keine Unterlagscheiben drinnen. Das hatte ich nie und ich hatte auch nie wirklich Kraft. Aber mit dem Alter hat das angefangen zu schmerzen und ich konnte auch eine Dose aufmachen oder irgendein Glas aufmachen oder sonst irgendwie Taschen dran. Das ist fast unmöglich. Das sage ich euch aber dann morgen ein bisschen mehr dazu. Und jetzt werden wahrscheinlich denken, ah, ich will dir die will irgendwas verkaufen oder weiß ich nicht was. Es geht nicht ums Verkaufen, es geht um die Stoffwechselkur. Ich habe noch nie gehört, dass draußen auf der Wiese irgendwas ist, was wächst, nur Vitamin C hat. Und dass wir alle Omega-3 fehlt, was übrigens nachweislich nach neuesten Forschungen immer mehr zeigt, dass das Alzheimer, Demenz und Depressionen, eben dann Burnout, sehr einen großen Zusammenhang hat. Ich habe hier so eine Dose vor mir, da steht zum Beispiel drauf, was es alles drinnen hat, Vitamin A, dann in verschiedenen Variationen, Vitamin D, E, K, C, dann hat es hier, ach Gott, das kann ich schon gar nicht lesen oder aussprechen, Niacin, Vitamin B6, B12 und, Chrom, Jod, was, einfach alles. Jetzt mal unter uns. Also ich bin eine gute Köchin. Ja, echt. Ich würde ganz gerne mal versuchen. Wenn ich am Kuchen backe, dann muss ich das Rezept rausnehmen. Weil wenn ich das nicht genau mische, dann habe ich so einen Kuchen, der so sein sollte. Oder wie mit Google-Hopf, das habe ich längst aufgegeben, den kriege ich nie aus der Form raus, egal was ich tue. Was ich damit meine ist, diese Stoffwechselkur werden wir am 8. und am 13. euch Produkte vorstellen, die wir empfehlen. Das heißt, ganz viele, auch Ärzte, die verstanden haben, dass das eben der ganze Mensch zusammenhängt und man ihn nicht in Ersatzteile zerlegen kann, das empfehlen. Man kann selbstverständlich auch vom sonst irgendwelche Produkte nehmen, aber wenn du dabei sein möchtest, was wir hier alles vorstellen, dann musst du mir bitte eine Nachricht schreiben. Du kannst es unten reinschreiben, dann bekommst du einen Link zum Zoom, damit du dabei sein kannst. Und nein, wir machen keine neue Religion. Und es ist klar, es gibt ein paar Dinge, diese Kur, diese Stoffwechselkur, auch HCG-Kur genannt, die kann eigentlich jeder machen. Davon ausgenommen sind ganz wenige, die schwer krank sind. Da bräuchte es vielleicht eine Abklärung. Schwangere Frauen, die können unsere Vitamine nehmen, aber nicht die Stoffwechselkur machen. That's about it. Und Männer, die körperlich arbeiten, ist sicher auch gefragt, dass die ein bisschen mehr Kalorien brauchen als jemand, der nur auf dem Bürostuhl sitzt. Bist du jetzt neugierig und möchtest gerne mehr Infos haben, möchtest dabei sein? Denn gemeinsam macht es einfach viel, viel mehr Spaß. Und noch einen kleinen Hinweis für uns Frauen. Gut wäre, wenn du diese Kur dann machst, wenn du die Ladetage nimmst während der Menstruation und dann nachher mit der Kur anfängst, gerade am Anschluss. Und das ist ein bisschen besser planbar. Also wie auch immer, du kannst am 18. mit uns zusammen starten oder du möchtest vorher oder nachher, melde dich einfach bei mir. Und wie kann es jetzt noch besser werden, als es schon ist?
was ist sonst noch möglich? Und alles, was es nicht erlaubt, dass das jetzt geschieht, I destroy and uncreate this. And right and wrong, good and bad, poke and pot, online, shorts, boys and beyonds. Und ich gebe dir gerne eine Basisbehandlung, damit dir auch so alle Lichter aufgehen, wie bei mir. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag, schönen restlichen Tag und bis morgen.